Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal den Porsche an. Ihr wollt Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen? Dann gebt einfach den Starcode CPET ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur täglichen Ladung Roblox gemeinsam mit dem Thomas. Jo, Leute, ich bin natürlich mit am Start. Und ja, tägliche Ladung, Patrick hat es schön gesagt. Das hat die letzten Tage nicht so geklappt, lag an meinem neuen Computer, Leute. Und ja, jetzt haben wir aber ein neues Setup hier, beziehungsweise ich, und das heißt, es gibt wieder viel Stoff. Ganz genau, Leute. Wir haben auch eine sehr, sehr besondere Sache am Start. Werden wir euch gleich alles erzählen, aber an dieser Stelle auch nochmal kurz die Info. Ich spawn hier erstmal ganz kurz die gute alte Cobra-Schlange. Und ja, Leute, ganz kurze Info, ihr habt wahrscheinlich gesehen. Und zwar, Leute, auf cpet-shop.de gibt es diesen Merch hier zu kaufen. Also, wenn ihr noch nicht vorbeigeschaut habt, dann checkt gerne mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Da gibt es zu jeder Bestellung auch eine handsignierte, Moment, hier. Autogrammkarte. Handsignierte Autogrammkarte gratis dazu. Deswegen checkt sehr gerne mal die Beschreibung ab und ja, gönnt euch was aus dem Shop. Oder schreibt mal in die Kommentare, falls ihr euch etwas gegönnt habt. Und ja, wie Thomas oder ich schon erwähnt haben, werden wir heute eine sehr besondere Sache machen. Und zwar haben wir ja schon letztens erwähnt, momentan gab es ja das Problem, dass man die Mission nicht machen konnte. Ne? Es gab diesen einen Bug und dieser Bug hat einen daran gehindert, dass man überhaupt irgendwelche Missionen von der Woche 4 absolvieren kann. Das wurde jetzt behoben und dementsprechend haben wir uns nicht lumpen lassen, haben die Mission fast alle fertig gemacht, weil wir sehen könnt, haben wir, also ich habe jetzt hier fast alle fertig, bis auf Woche 5, da fehlt mir exakt noch eine Mission, beziehungsweise ein Punkt oder einmal einsammeln von einer Mission, und zwar muss ich noch einen Drop einsammeln und dann habe ich alles fertig und dann bekommen wir eine spezielle Belohnung. Thomas hat diese bereits schon, ich wollte das jetzt nicht abseits der Aufnahme machen, weil ich mir dachte, okay, ich will euch diesen Moment auch in der Aufnahme zeigen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir natürlich in diesem Video eine Crate finden müssen und die wurde uns einfach vor die Nase geliefert. Das ist ja unfassbar. Echt? Naja, die ist schon da? Die ist schon da, genau. Ja, perfekt, hör mal. Dann hast du doch direkt, dann können wir den Porsche direkt mal testen gleich auf seine schönen neuen 4 Reifen. Genau, okay. Und wir haben sie jetzt eingesammelt und haben den Porsche bekommen. Wir haben nämlich den dritten Drop, quasi mitgenommen. Und ja, das heißt, wir haben jetzt den speziellen Award bekommen. Thomas, ich habe gesehen, dass du da drin bist. Ja, ich bin da drin. Okay, wir sehen, jetzt haben wir hier bei allen Wochen, also Season 5, Week 1, haben wir alles 100% und so bekommt man auch ein geheimes Auto. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, ne, einfach die ganzen Missionen machen, dann bekommt ihr ein Auto umsonst als Belohnung, ne? Deswegen, genau, und die funktionieren jetzt auch alle, es gibt keine Bugs mehr. Das sollte also klappen, Leute. Also, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, wie viele um genau? Das ist der 6.4., weil am 6.4. kommt die neue Season raus, also Season 6. Dementsprechend, wenn ihr wollt, dann beeilt euch, sonst könnte es bald zu spät sein, ne? Ja, deswegen macht das fertig, dann habt ihr einen schönen Wagen umsonst, Leute. Genau, ich denke mal, mehr? Da beschwert sich doch gar keiner drüber. Also ich muss sagen, die Hassmission in der kompletten, also in den kompletten Wochen war 5-mal ein Villain werden. Ja, also ich sag mal so, ja, ich weiß nicht, so Villain werden an sich. Guck mal, ich toll jetzt einfach seinen Like-Pike, das war ja mal richtig asozial. Der ist gespawnt, ich hab's geklaut. Kann man mal machen. Ja, gut. Ja, diese Mission, die war wirklich sehr nervig, weil, wie wir schon gesagt haben, man musste ständig diesen Kristall einsammeln zum Criminal Team und so weiter und so fort. Das war wirklich nervenzerreißend, ne? Aber, naja, wir haben es geschafft, dementsprechend. Und der schießt mich erstmal mit einem Raketenwerfer ab. Linux, also wenn man die so geschafft hat, ist das ganz schön. Dann ist das nämlich egal, weil man merkt das dann nicht. Aber wenn die am Ende auf Krampf machen muss, Katastrophe. Katastrophe. Und ich würde sagen, wir gönnen uns nochmal die Pyramide, wenn die jetzt hier schon offen ist. Und danach schauen wir uns den Porsche an und tunen den natürlich auch. Und ganz kurze Info, was ich irgendwie komisch fand. Ich habe für Woche 4 habe ich nicht 150.000 Geld bekommen, als ich die jetzt absolviert habe, also heute für euch aus gesehen, sondern ich habe 300.000 bekommen. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass das ein Bug war, dass ich quasi das Doppelte bekommen habe, weil man ja auch doppelte Erfahrungen bekommt. Vielleicht haben die das irgendwie falsch programmiert oder so, ich weiß nicht, aber eigentlich sollte man 150 bekommen.
Normalerweise schon, aber ich meine, da kann man nur vom Glück sprechen, ne? Mhm. Ich meine, dein Level ist ja eh schon hoch, ne? Und wir hatten ja mal ein Video gezeigt, wie du überhaupt geschafft hast, so schnell über Level 100 zu kommen, beziehungsweise auf Level 100 zu kommen. Ja. Aber jetzt das Level, das ist ja eigentlich nur ein Luxusproblem. Ja klar, aber man muss dazu sagen, wer weiß, vielleicht schaffe ich ja sogar noch Level 150 und wir bekommen dann bei Level 150 einen ganz besonderen Skin. Schauen wir mal. Das wäre optimal, sich, der ist nämlich schön. Ja, an sich wäre das machbar, obwohl man braucht pro Level 11.900 Erfahrung. Das ist schon nicht ohne, muss man wirklich was für ein Level gesagt, bist du denn jetzt gerade? 126. Ah, das ist schon ein bisschen viel, ne? Mhm. Na, also halte ich für ein bisschen unrealistisch, muss ich sagen. Außer also du würdest jetzt komplett Erfahrung, durchsuchten. Ja, mit doppelter Erfahrung ist das natürlich jetzt nicht so viel, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Ja, stimmt. LOL, was ist denn mit ihr los? Diese Zanza Gaming geht vor der Pyramide gewarnt und wollte mich töten. Nein. Ja. Hat ihr es geschafft? Nein, natürlich nicht. Okay, perfekt. Und die verfolgt mich richtig süß. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal den Porsche an. Den Porsche haben wir nämlich hier. Und es handelt sich hierbei um ein ganz bestimmtes Auto. Was ich irgendwie nicht zuordnen kann, weil es keinen Sinn ergibt, fällt mir gerade auf. Wieso? Ich würde sagen, ja, weil es kann kein Panamera sein, weil Panamera hat 4 Türen. Ja. Es kann auch kein, kann er mal aufhören, mich zu nerven, dieser Aaron? Der kommt die ganze Zeit an, gib mir Robux! Alles klar, was erwartet der, dass ich denn jetzt Robux gebe oder was? Also, ich weiß nicht, meine Güte, Leute. Genau wegen solchen Leuten muss ich mein Auto absperren, weil es einfach nicht anders geht. So. Zack, Moment, bauen wir nochmal neu. So, Kollege, jetzt kannst du so ein Eisen steigen, ne? Ach, das geht ja gar nicht. Oh, was ein Wunder. So, und zwar sehen wir schon, das kann kein Panamera sein, weil ein Panamera hat 4 Türen. Es kann auch kein Porsche Taycan sein, weil ein Porsche Taycan hat ebenfalls 4 Türen. Und ein 911er, naja, ich finde jetzt, es hat nicht die Form wie ein 911er, oder? Ich finde aber, der geht in Richtung Panamera mit 2 Türen. Ja. Ja, genau. Also würde ich jetzt so sagen. Genau, aber es ist kein Panamera. Also die Leuchten sind auf jeden Fall in diesem 911er-Style oder Panamera-Style, ja, genau, oder so. Also die Scheinwerfer. Ich weiß nicht, Leute. Also eigentlich würde ich schon sagen, das ist kein Porsche, der wirklich in der Realität existiert, sondern nur so angelehnt an Porsche. Ist ja geil. Der sieht trotzdem sehr, sehr schick aus, finde ich, von der Form. Das, sehr sportlich. Das wollte ich auch gerade sagen. So, jetzt die Frage, was für eine Farbe wir dem guten Wagen verpassen. Hast du schon eine Idee? Nee, ich bin gerade auch komplett überfordert. Ich finde irgendwie, es sieht nicht schön aus. Ich glaube, ich habe was gefunden, was gut aussieht. Ja? Ja, ich glaube, ich lasse es auch so. Ja, komm Leute, wir machen den so ein bisschen schlicht, würde ich sagen. Ninja. Ja, ich glaube, das ist auch besser, den schlicht zu machen, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Lol, der hat sich einfach durch die Garage gebackt. Wie geht das denn? So, ich denke mal, jetzt hier sollten wir eine gute Position gefunden haben. Also Leute, so sieht der aktuell aus. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön, so wie wir den aktuell getunt haben. Natürlich muss noch der größte Motor rein und ja, auch ein bisschen tiefer, ne? Ja, so sieht's schon deutlich besser aus. Kennzeichen, Leute, ganz, ganz wichtig. Sub, C-Pad, so. Direkt die extra PS. Genau, da ist der Wagen sofort schneller. Und Unterbodenbeleuchtung. Ich dachte an sowas wie an so einem Rot. Ich glaube, so ein Rot würde bei dem Auto richtig gut aussehen. Oder eher sowas Dezentes, ich weiß es nicht. Oder so ein Schwarz, das ist auch nicht schlecht, so ein Black, ne? Mal auf unauffällig angelehnt. Ja, ich habe ihn auch jetzt relativ dezent gemacht, wirst du gleich sehen. Also so habe ich ein Auto noch nie getunt. Ich auch nicht. Spoiler, braucht der Wagen einen Spoiler? Das ist auch die Frage hier, ob das nicht vielleicht zu viel ist. Wir können ja mal gucken, Starfighter bauen wir mal drauf. Und die Color machen wir natürlich jetzt mal auf Black. Passt das, Leute? Ich denke, das passt sogar. Oder wir können noch mal kurz gucken, ob ein anderer Spoiler nicht vielleicht ein bisschen besser ist. Ah, ich weiß ja nicht so ganz. Ramp-Lip gefällt mir jetzt nicht so. Giant, boah, ne, das sieht schon zu krass aus. Oval. Ja, das würde auch noch klar gehen. So ein dezenter kleiner Spoiler. Ich glaube, das lassen wir mal auf Oval. Ja, Thomas, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt zu liefern hast. Ne? Bist du schon fertig? Ich bin schon fertig, ja. Okay, also du bist an der Garage, sagst du? Ja. Hey, es gibt den ja nicht nur ein bisschen tiefer oder so, toll. Ja, lol. Das sieht nice aus von dir. Ja, sieht bei dir auch nice aus. Eigentlich haben wir fast den gleichen Felgen. Ja, ich wollte gerade sagen. Nur irgendwie eine andere Farbe. Aber ich habe andere Felgen. Ich habe so, siehst du die Felgen? Ja, so ja, Hurricane-Felgen ja, sind ja, das. Ja, hey, aber beide sehen cool aus. Ja, ist echt so, aber sehr schlicht, ne? Aber ja, total. Krass, wie ähnlich das geworden ist. Ja, und wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, krass. Eigentlich müsste ich aber noch, damit die komplett ähnlich sind,
die Untergrundbeleuchtung auf Orange machen. Siehst oder du? Auf Gelb. Ja, yo, perfekt. Das ist ja in so einem Gelbton. Genau, genau. Also ich habe den eigentlich auf Gold gemacht, aber irgendwie jetzt kommt das am Tag nicht rüber. Vielleicht sollen wir nochmal den Server wechseln und dann am Tag zeigen? Ja, würde ich sagen, ne? Also Leute, wir sind jetzt hier nochmal auf dem Server drauf. Thomas auf der Polizistenseite. Also sieht schon sehr cool aus so nebeneinander, ne? Richtig also, geil. Also das Gold kommt jetzt auch viel, viel besser zur Geltung. Genau, also gerade sah das einfach aus wie gelb. Und genau. Jetzt sieht man das vernünftig. Und jetzt einmal zu Demonstrationszwecken nochmal tiefer legen. So, zack. Und jetzt, Leute, sieht das nicht... Angst haben, dass das Ding nicht schleift. Eigentlich müssten wir jetzt hier noch so ein... wunderschönen Screenshot machen. So, das heißt so, zack, ja, das ist doch mal ein Thumbnail. Das ist geil, so, ne? Was, guck mal raus jetzt aus dem Auto. Ja. So, und jetzt in die andere ganz. Genau, so ist perfekt, jawohl. Gut, ich denke mal, das ist doch ein schöner Anblick jetzt hier. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal an dieser Stelle ein Like da, ein Abo da und schreibt mal eure Meinung zum Porsche in die Kommentare. Wird uns interessieren. Dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. cpet-shop.de auschecken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.